Also ich kann mich nur dafür entschuldigen und vielleicht erklären, warum ich so gehandelt habe. Einfach, ich war auch einfach überfordert. Ich habe das zu keinem Zeitpunkt gemacht oder irgendwas gemacht, um dich zu verletzen oder ich war einfach auch überfordert. Wow, richtig. Ohne diesen Content würde unsere Demokratie untergehen, ja. So wird es uns ja gerne erzählt, ja. Kann man wirklich, du, oh Gott, oh Gott. Also, es geht jetzt um auf Klo, die ja irgendwie fast irgendwie ein Dreivierteljahr oder so keine Videos veröffentlicht haben. Ich weiß gar nicht, kriegen die ja trotzdem einen Rundfunkbeitrag eigentlich in der Zeit, auch wenn sie nichts machen oder was? Oder wie läuft das? Ne? Würde mich nicht wundern zumindest, wenn die auch fürs Nichtstun Geld bekommen. Aber auf Klo ist es ja eigentlich so, ist es ja besser sogar, wenn sie nichts machen, als wenn sie was machen. Das ist ja meistens ein ziemlicher Reinfall. Und jetzt sind sie wieder da und haben zwei neue Videos veröffentlicht und vom Titel her zumindest interessanter klang dieses hier, Nach Trennung kannst du mir verzeihen. Das klingt sehr boulevardesk und klingt eher nach Privatfernsehen, aber mal gucken, was genau uns jetzt hier erwartet. Mal gucken. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe ein bisschen Angst, wie das hier ausgehen wird. Ich würde mir wünschen, ein bisschen mehr Bibis Seite zu Bisschen leise, verstehen. ne? Ich möchte nochmal mit dir darüber sprechen, wie es uns jeweils ging, als wir uns getrennt haben. Und ja, vielleicht irgendwie zu spüren, dass sie, ja, dass es ihr leid tut. Hier hinter mir treffen gleich Elena und Bibi Also zwei aufeinander. Die beiden Lesben. waren 4 Jahre in einer Beziehung, haben sich vor 2 Jahren getrennt und sind jetzt eigentlich wieder Freundinnen, obwohl sie über den Trennungsgrund nie wieder gesprochen haben. Also erst habe ich Scheiße gebaut und dann hast du mich betrogen. Kann man wirklich nach einer Trennung wieder befreundet sein, wenn man über den Trennungsgrund nie wirklich geredet hat? Wir haben natürlich wieder einiges. Sie sieht so komisch aus, ne? Ja, irgendwie ist sie jetzt ungeschminkt oder was ist mit der? Die sieht irgendwie anders aus als früher, ne? Was ist mit der passiert? Hat sie abgenommen oder? Ich weiß es nicht. Früher sah sie irgendwie anders aus, die Maria. Naja, man wird nicht jünger, ne? Vorbereitet, um den beiden zu helfen, ihren Konflikt zu lösen. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze hier heute ausgeht und ob die beiden sich wirklich ehrlich aussprechen können oder ob das hier das letzte Gespräch sein Und warum muss sowas öffentlich stattfinden? Warum kann man das nicht privat machen? Hi, ich bin Maria. Schön, Hallo, dass du da bist. Nimm mich doch einfach mal mit ganz auf Anfang. Wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt, so wie Das ist das schon mal halt schlecht. so läuft. Der Start unserer Beziehung war sehr holprig. Ich glaube, ich war einfach viel sicherer mit dem, was ich wollte. Elena wusste das nicht so genau. Sie war relativ frisch getrennt. War sich das nicht sicher, dass sie auch auf Frauen steht. Das war alles sehr neu für sie. Irgendwie war ich so, ja, war ich auch so, ich möchte gern noch mehr ausprobieren, mehr Leute kennenlernen, irgendwie mehr Erfahrungen sammeln. Und das war dann so ein bisschen schwierig, weil für Bibi total klar war, dass sie nur was Monogames möchte. War dann noch erstmal weiter auf Dating-Plattformen angemeldet, habe ein bisschen mit Leuten geschrieben und war dann auch in Köln unterwegs und feiern. Und hatte mir am nächsten Morgen geschrieben, dass was passiert sei, dass sie mit einer Person umgeknutscht hätte. Was hat das später mit eurer Beziehung gemacht? Ja, tatsächlich hat es dazu geführt, dass Mit ich einer ihr nie wirklich Person, also mit vertrauen einem konnte, Kerl dass oder ich was? immer dachte, das, was sie sagt, hat keinen Wert, so schlimm das klingt. Elena hatte Ja. mich sowohl physisch auch emotional betrogen, indem sie einfach Sachen erzählt hatte, die dann nicht so passiert sind oder anders passiert sind. Oder auch Sachen, die sie verheimlicht hatte. Das heißt, ihr hattet eine intensive Jahre, vor 4 Jahren. Ja. An welchem Punkt war dir klar, dass diese Beziehung ein Ablaufdatum hat? Ich glaube, das ist schwierig so festzumachen, weil es tatsächlich immer wieder Phasen in unserer Beziehung gab, wo es extrem schwierig war. Der Grund war da tatsächlich dann, dass Bibi mich betrogen hat. Genau, und sich in eine andere verliebt hat. Und ja, gerne die Beziehung dann nach diesem Ja. Betrug quasi. Dann ist die Sache doch eigentlich jetzt klar. Haben wir es doch verstanden? Dann können wir das Video doch nach 2 Minuten 50 Sekunden jetzt beenden. Warum geht das jetzt 27 Minuten? Was kommt denn da jetzt noch? Naja. Öffnen wollte. Was wild ist, weil das ja am Anfang Ja. das war, was ich wollte. Ich muss gestehen, dass das nicht nur ein Moment war, sondern ein Weg dorthin. Mhm. Ich hatte eben diese andere Person kennengelernt.
Und ich hatte von Anfang an... Warum reden wir von einer anderen Person? Warum wird nicht einfach gesagt, die andere Frau? Was steckt denn dahinter? Wer ist denn die andere Person? Ist nämlich ein Kerl, ne? Könnte jetzt einen bösen Spruch bringen, aber den verkneife ich mir jetzt mal. Ein Interesse an dieser Person. Wir haben oft auch deswegen dann gestritten, weil ich dann die Eifersüchtige war. Sie hat das immer abgestritten, hat gesagt, dass da nichts ist. Und dann ist es eben doch dazu gekommen. Wie war Elenas Reaktion, als du erzählt hast, was passiert ist? Elenas Reaktion war, dass sie aufgestanden ist und gegangen ist. Und ich habe erstmal nichts von ihr gehört. Ich bin jetzt quasi ohne Worte gegangen und hat mir keine Chance gegeben, dazu was zu sagen. Und sie wollte auch nicht darüber reden. Und ich habe die Reaktion nicht wirklich verstanden. Mhm. Wirklich endgültig getrennt haben wir uns dann, das war Anfang 2022. Wir waren erstmal nicht befreundet und hatten auch keinen bis sehr wenig Kontakt. Inwiefern habt ihr das aufgearbeitet? Aber ganz ehrlich, ich meine, das, was wir jetzt gerade hier hören, das gibt's doch nun wirklich tausendfach, hunderttausendfach. Was ist jetzt die besondere Geschichte daran? Das sind zwei Lesben, die eine ist fremdgegangen und dann haben sie sich getrennt. Ja. Das gibt es bei Heteros genauso, bei Schwulen genauso. Was ist jetzt die besondere Geschichte, die wir jetzt hier serviert bekommen? Gar nicht wirklich, nee. Ich glaube, unsere Vorgehensweise war dann eher so, nicht mehr darüber zu sprechen. Elena sieht das, was ich getan habe, als viel, viel schlimmer als das, was sie gemacht hat. Ich glaube, ich möchte einfach noch mal verstehen, was Elena genau dazu bewegt hat, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten hat. Zum einen finde ich es schön, Bibis Sichtweise mal mitzukriegen auf die Dinge, weil sie dann schon auch ziemlich schnell, nachdem ich mich getrennt hatte, es gut sein lassen hat. Also nicht irgendwie sich noch weiter dann um mich oder die Beziehung oder so bemüht hat. Was wäre das Schlimmste, was heute passieren könnte? Hast du vor irgendwas Angst? Ich habe natürlich schon irgendwo Sorge, dass wir uns nur gegenseitig Dinge vorwerfen. Dass wir total zerstritten hier rausgehen und kein Wort miteinander sprechen. Ich finde, das ist doch kein öffentlich-rechtliches Niveau. Also dieser Kanal auf Klo bleibt sich wieder mal treu. Was soll das jetzt? Was ist jetzt genau für uns als Zuschauer jetzt sozusagen der Mehrwert? Und diese private Geschichte da mit diesen beiden Damen mit uns anzuhören. Wo ist denn das Klo? Schön, dich zu sehen. Ding ist heiß auf Klo. Ungewohnte Atmosphäre. Wohlbar. Wie geht's dir? Bisschen aufgeregt. Ich auch. Bin sehr gespannt. Mhm, ja. Ja. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich jetzt, dass wir loslegen in der Hoffnung. Ach, die ist auch dabei. Ach so, die beiden Damen unterhalten sich alleine. Auch das noch. Dass ihr euren Konflikt richtig aufarbeiten könnt. Und wir, das auf Klo-Team, Umut und natürlich auch ich, möchten euch natürlich gerne dabei helfen. Und dafür haben wir ein Spiel vorbereitet. Das Ganze ist in drei Phasen aufgeteilt. Die kaputte Welt, die heile Welt und die dritte Phase, die reale Welt. In jeder Phase wollen wir mit Hilfe von Fragenkarten oder mit einem kleinen Spiel euch helfen, den Konflikt zu lösen und näher aufeinander zuzukommen. Ach du meine Güte. Wenn ihr merkt, ihr seid in der Sackgasse, könnt ihr den Umut-Joker ziehen. Hi, ich bin Umut, Psychotherapeut und Paartherapeut. Ich schaue mir das Ganze heute... Achso, ich dachte, der Unmut-Joker, dachte ich. Der Umut-Joker, okay, alles klar. Das ist ein kleiner Unterschied. Von hier im Backstage aus an und kann nicht reinbar sein, wenn ich den Eindruck habe, dass Elena und Bibi ein bisschen Unterstützung gebrauchen können. Nach jeder Phase habt ihr immer die Möglichkeit, dieses Spiel abzubrechen, mit Hilfe der Buzzer. Grüner Buzzer bedeutet, ich möchte in dieser Situation bleiben. Roter Buzzer bedeutet, die Phase war mir wirklich zu anstrengend. Ich möchte diese Situation abbrechen. Wenn ihr gleich ready seid, könnt ihr mit der ersten Karte beginnen und euch entscheiden, wer die erste Karte zieht. Seid ihr ready? Ja. Okay, ja. Dann lasse ich euch allein. Ja, sind wir. Willst du zuerst, oder? Okay, fang ich an, ja. Okay. Wer hat wen betrogen? Ich denke, es ist eindeutig. Wir uns gegenseitig. Also erst habe ich Scheiße gebaut. Und dann hast du mich betrogen. Aha. Findest du, dass wir uns im gleichen Maße
betrogen haben? Ich denke, das ist schwer zu beantworten. In der jeweiligen Situation hat sich es wahrscheinlich für die betrogene Person schlimmer angefühlt. Aber ich würde sagen, dass beides gleich schwerwiegend ist. Findest du wirklich? Ja. Echt? Ja. Ich weiß nicht, ich finde schon, dass es ein Unterschied ist. Wir waren halt fast 4 Jahre zusammen. Und es war ja nicht so, dass es irgendwie was Bedeutungsloses war, was passiert ist, sondern schon was, was irgendwie sehr viel Vorlauf hatte und wo ich dir ja auch oft die Chance gegeben habe, irgendwie drüber zu sprechen oder es anzusprechen. Hm. Und du wolltest es ja auch danach weiterführen, darüber mit der du mich betrogen hast. Hätten wir reden können. Wir haben nie darüber geredet. Aber die Vorstellung hattest du schon. Das ist richtig. Aber nur weil ich die Vorstellung habe, heißt es ja nicht, dass es ein endgültiger Entschluss ist. Was hat dich an unserem Breakup enttäuscht? Natürlich hätte ich schon mir gewünscht, dass du es irgendwie bereust und dass es dir leid tut. Ich finde das extrem unangenehm. Warum wird das in der Öffentlichkeit auf unserem Video? Die sollen sich beide einfach privat treffen, sollen sich aussprechen. Das ist ja gut, dass sie das machen. Das ist ja wichtig, aber warum denn, warum muss das denn in der Öffentlichkeit sein? Was haben sie denn davon, dass jetzt die Öffentlichkeit das mitkriegt? Das ist ja im Grunde wie eine Krawall-Talkshow. Das ist jetzt im Grunde genommen wie Vera in Wien oder Jörg Pilawa oder wie die alle hießen, Andreas Türk. Nichts anderes, das ist es doch eigentlich. Da kommen wir vielleicht zu meiner Antwort auf die Frage, weil ich es einfach sehr unfair fand, dass ich überhaupt nicht die Chance hatte, darüber zu reden, mich zu erklären, warum ich das getan habe. Du hast eine Entscheidung getroffen. Wieso? Ich denke, die Linke hat die zuerst betrogen und dann erst die andere mit dem Dutt, die Rechte. Also ich dachte, das wäre von ihr eine Reaktion darauf gewesen, dass ihre Freundin sie betrogen hat. Oder was? Oder was? Und dieses stand fest. Ich war die Böse. Nee, du warst nicht die Böse, aber ich wusste, dass irgendwie ich nicht damit umgehen kann und dass es keinen Sinn hat, irgendwie darauf versuchen aufzubauen. Ich hatte gar keine Chance. Ja, das stimmt. Ich hatte das Gefühl, dass nur das erwartet wird, dass ich auf den Boden angekrochen komme, weil ich dir wehgetan habe. Aber hast du ernsthaft dran geglaubt, dass wir das wieder hinkriegen würden? Und dass wir da einen Weg finden würden? Ja, tatsächlich schon. Wirklich? Ja. Da ich das Gefühl hatte, dass für dich ein Treffen in der Mitte nicht möglich gewesen wäre, hat es aus meiner Sicht nicht funktioniert, dass wir da weitermachen. Ich denke, dass ich während unserer Beziehung ganz oft über die Mitte hinaus auf dich zugegangen bin. Weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Mir hat es wehgetan, als Bibi gesagt hat, dass... Jetzt werden doch so zwischendurch Statements von denen gezeigt. Das ist doch pures Privatfernsehen, das ist doch Voyeurismus pur, was soll das? Was soll so ein Quatsch hier vom Rundfunkbeitrag finanziert? Also ehrlich. Man hätte ja denken können, dass sie in 7 Monaten mal in sich gehen und denken, okay, vielleicht sollten wir unseren Content mal öffentlich-rechtlicher machen bei unserem Kanal, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Hat, dass sie oft über die Mitte hinausgegangen ist. Irgendwie klang es auch so, mehr für die Beziehung gemacht hat, als ich. Es ist auch wahr, dass ich hätte eher was sagen sollen. Auf jeden Fall, das sehe ich absolut ganz genauso. Es tut mir total leid, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe dir so viele Chancen gegeben. Ich hatte, ja, das ist absolut richtig, aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass wir wirklich darüber reden können. Wenn ich was gesagt hätte, glaube ich, wäre es auch eskaliert und ich wusste ja selbst nicht, was da los ist. Es tut mir leid, dass ich dir nicht das Gefühl gegeben habe, dass du mit mir darüber sprechen kannst. Ja. Ja, das geht jetzt so nicht. Ne? Ihr müsst ja bitte mal ein bisschen mehr Leidenschaft hier bringen. Wir sind hier bei Funk. Ne? Die Leute wollen das sehen, sonst klicken sie weg. Ich höre ganz viel, wenn ich euch so beobachte.
Ich weiß aber nicht, ob ihr Dinge ausspricht. Wie fühlt sich das an, wenn man frisch zusammen ist und die andere Person knutscht mit jemandem? Man fühlt sich betrogen, nicht geliebt und nicht so wichtig und eine von vielen und es ist eh egal und ich weiß nicht, wenn ich frisch verliebt bin, dann bin ich auf diese Person fixiert und mir reicht es erstmal und ich will sie sehen und will Zeit mit ihr verbringen und gehe nicht raus und dann komme ich wieder nächsten rum. Wie ist das, wenn man sich trennt und die andere Person gibt einem irgendwie das Gefühl, das sei egal? Ja, ähnlich, dass irgendwie man nicht wichtig ist, dass es irgendwie nicht so viel Relevanz hatte, dass man austauschbar ist. Und dann hast du noch vorhin gesagt, ich wollte auf Augenhöhe sein. Ich hatte den Eindruck, ich soll angekrochen kommen. Ich frage mich, ob es hier, also eigentlich die Wörter, die so fehlen, die ich noch nicht gehört habe, sind Respekt und Wertschätzung. Ihr wollt, glaube ich, beide respektiert werden von einer anderen Person. Und das hat euch... Der ist ja schrecklich, als Psychologe. Da wird ein Paar, würde wahrscheinlich immer sagen, wissen Sie was? Gehen Sie mal aus dem Raum raus, wir regeln das mal lieber unter uns hier. Irgendwie, warum auch immer, aber gefehlt kann das ja sein. Ja. Ja, ich glaube generell, die Wertschätzung und den Respekt haben wir irgendwie... Wahrscheinlich auch durch mein Verhalten, schon ziemlich am Anfang, irgendwie verloren und nicht ja, eben. Wiedergefunden oder aufbauen können. Also sie waren gerade frisch verliebt, habe ich es richtig verstanden, und hat sie schon rumgeknutscht mit einer anderen Person oder was? Ja, was soll man denn dazu noch sagen? Denn ist sie doch die eindeutig Schuldige. Warum wird auf der anderen so rumgehackt? Ich habe es noch nicht ganz erfasst, ehrlich gesagt, worum es jetzt hier eigentlich geht. Ja, das kann schon sein. Ja. Also ich finde es auch nicht geil, mich klein zu machen. Verstehe ich absolut auch. Also das wirkt immer so, das klingt fast für mich so, als würde, hätte ich mich nie entschuldigt. Aber dem ist überhaupt gar nicht so. Also ich würde schon sagen, dass ich vielleicht nicht angekrochen, aber zumindest in gebückter Haltung auf dich zukam. Wieso? Ja. Denke, sie hat zuerst betrogen. Kapiert ihr das? Erklär mir das mal bitte jemand. Warum muss sie mit gebückter Haltung ankommen? Mehrmals. Ich habe mich mehrmals dafür entschuldigt und ich habe mehrmals irgendwie gefragt, auch, war sie dann nicht mehr da? Ich habe dir mehrmals geschrieben und gefragt. Am Anfang, die ersten zwei Tage. Ja, genau, aber sorry, ich bettle nicht wochenlang darum, dass man mich anhört. Ich meine. Ja, aber es ist doch auch normal, dass wenn sowas passiert, ich vielleicht die ersten zwei Tage nicht mit dir sprechen kann. Gar keine Frage, aber dann, ich meine, ich habe mich entschuldigt und dann kann man sagen, hey, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich, ich werde mich in der Woche melden oder ich werde darüber nachdenken. Wofür hast du dich entschuldigt? Aber ich werde nicht eine Woche durchgehend rumbetteln. Klar, hätte ich mir irgendwo gewünscht, dass du sagst, natürlich habe ich zu der anderen Person keinen Kontakt mehr, um das mit dir wieder hinzukriegen, klar. Aber ich verstehe auch, dass du dich dagegen entschieden hast. Gretsch ganz kurz rein, ich lasse euch wieder allein gleich. Es klingt schon so, dass ihr beide Dinge gemacht habt, aber dass auf der anderen Seite vielleicht Erwartungen da waren, über die man vielleicht nie so mitgeteilt hat. Ja, das haben wir auch so gerade schon verstanden. Das war jetzt eine sehr kluge Analyse von dir. Aber soweit waren wir auch ohne den Psychologen schon. So, ihr beiden. Ich möchte sehr gerne, bevor wir entscheiden, ob wir in die zweite Phase gehen, von euch hören, wie es euch geht. Ich würde mal sagen, zieh du erstmal die Kopfhörer an. Was okay, Elena, Phase 1. Wie war das jetzt für dich? Schon aufwühlend. Man merkt beiden die Emotionen an, ne? Wie aufwühlend das für sie ist. Für jeder hat so ihre Erinnerung. Klar hat das alles Gründe und auch Verletzungen auf ihrer Seite, aber ich würde mir irgendwie so ein bisschen wünschen, dass sie das so ein bisschen losgelöst davon halt diese Situation am Ende sehen könnte und nicht versucht, das mit halt Sachen, die passiert sind, zu begründen. Du darfst die Kopfhörer einmal übergeben. Ich glaube, wir haben beide unsere Verletzungen oder unsere Meinung, was uns wichtig ist, und finden da einfach keinen Weg, der zueinander führt, sondern irgendwie, ja, Harley ineinander vorbei. Jetzt kommt der Moment, wo ihr euch entscheiden wollt, ob ihr in Phase 2 einziehen wollt. Ein Countdown von 10 Sekunden lässt euch Zeit, über eure Entscheidung nachzudenken. 10.
Was auch so ein Regelwerk? Warum wird nicht einfach gesagt, okay, wir reden jetzt mal miteinander? Wenn man es denn schon mitfilmen muss, warum muss da so ein Regelwerk, muss das so eingepresst werden? Ist doch albern. Ich hatte schon das Gefühl, dass es relativ angespannt war. Scheiße, das wird hier nichts mehr. Dalli Dalli hier. Da 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 da. Seid bereit, in Phase 2 einzuziehen. Das ist die Phase, die wir die heile Welt nennen, in der ihr euch auch auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren wollt. Deswegen lasse ich euch alleine. Danke. Ja. Was hättest du dir nach dem Kuss mit der anderen Frau von mir gewünscht? Ich hätte mir gewünscht, dass es anders läuft, dass du einsiehst, was du da getan hast, wie sehr mich das verletzt hat, was es auch für uns, für mich bedeutet hat. Was hättest du dir gewünscht? Also ich hätte mir im Vorfeld gewünscht, dass ganz viel anders gelaufen wäre. Und als es dann passiert ist, hätte ich mir gewünscht, dass du dann nach Hause kommst und sofort mit mir redest. Weil du bist nach Hause gekommen und hast dich erstmal zu mir ins Bett gelegt und dich an mich rangekuschelt. Und ich verstehe es. Irgendwie, weil du wahrscheinlich auch Angst hattest vor dem, was dann kommt. Aber irgendwie hat sich das für mich dann ganz schlimm angefühlt. Und dass du es mir dann auch nur geschrieben hast. Und es wäre einfach schön gewesen, wenn du mir das persönlich, wir haben zusammen gewohnt, wenn du mir das persönlich gesagt hättest. Ja, keine Frage, das kann ich schon. Und dass verstehen. Du dann quasi in einem Text gleich geschrieben hast, dass du sie aber weitersehen willst und das mit ihr irgendwie nicht beenden willst und ja gut, mich aber auch nicht verlieren willst. Ja, das ist albern. Das war zu viel. Ich hätte mir gewünscht, dass der Fokus erstmal auf mir liegt und auf uns und nicht, was jetzt mit der anderen Person weiter ist. Gar keine Frage. Das verstehe ich total. Also ich kann mich nur dafür entschuldigen und vielleicht erklären, warum ich so gehandelt habe. Ich war auch einfach überfordert. Ich habe das zu keinem Zeitpunkt gemacht oder irgendwas gemacht, um mich zu verletzen. Oder ich war einfach auch überfordert. Wow, richtig. Ohne diesen Content würde unsere Demokratie untergehen, ja. So wird es uns ja gerne erzählt, ja. Aber wirklich, du, oh Gott, oh Gott. Richtig stark von beiden. Ach, Leute. Und dann wollen sie den Rundfunkbeitrag noch weiter erhöhen, ne, weil sie nicht genug Geld haben. Ne? Sie müssen ja sparen. Sie sparen ja auch überall. Wir sparen ja auch überall schon. Ne? Ja, klar. Nur an den falschen Stellen offenbar. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass Phase 2 euch dabei geholfen hat, irgendwie Verständnis füreinander zu haben und ihr auch in einem anderen Ton, ich glaube sogar in einer anderen Körpersprache miteinander gesprochen habt. Ich finde, ein kleines Spiel könnte euch vielleicht dabei helfen, diesen positiven Vibe noch mehr zu verstärken. Das ist auch ein Spiel jetzt völlig unangebracht, ein Spiel. Die reden gerade über ihre Gefühle, erarbeiten gerade ihre Beziehung da, ihre gescheiterte Beziehung auf, kommt die schon wieder um die Ecke und will ein Spiel spielen. Was soll denn das? Ich werde euch Fragen stellen und ihr habt 15 Sekunden Zeit, auf euren Tafeln die Antwort über die jeweils andere Person aufzuschreiben. Danach wird aufgedeckt und ihr könnt sagen, ob ihr gegenseitig richtig lagt oder nicht. Seid ihr bereit? Ja. Mhm. Let's go. Was ist Elenas Babys Lieblingshobby? Zeit läuft jetzt. Was soll das jetzt? Völlig unangebracht in der Situation. Das ist noch nicht mal selbst, was mein Hobby ist. Das stimmt, das habe ich auch gerade gedacht. Zeigt euch eure Antwort mir. Pole Dance ja. Und lesen. Ja. Ah, ja. Kennst du mich besser als ich selbst? Wow. Was würde Elena Bibi auf eine einsame Insel mitnehmen? 15 Sekunden Zeit. Okay, zeigt euch eure Antworten. Vibrator. Oh ja. Oh, ja. Oh. Ich wollte zuerst Buch schreiben. Das habe ich auch gedacht, dass das steht. Dann dachte ich, Elena, hast du geschrieben, Handy mit? Empfang. Letzte Frage. Was wünscht sich Elena oder Bibi am meisten von dir? 5, 4. Dann muss doch noch Medi Riegel um die Ecke kommen und Christian Neureuther und müssen noch leider einen Punkt abziehen. Das Verständnis kam leider doppelt. Wir ziehen einen Punkt ab.
Was soll denn das? Was soll denn, was ist das für ein was ist das für ein bescheuerter Scheiß? Also echt. Man tut ja auch nicht mal den beiden Frauen damit wirklich einen Gefallen mit diesem Clip. Das ist doch zum Fremdschämen. Verständnis für die Gefühle von Elena und ihre Situation. Also jetzt gar nicht nur bezogen auf uns, sondern ich glaube, das ist hier im Gesamten so wichtig, dass man versucht, sie zu verstehen, dass sie sich verstanden fühlt. Anerkennung, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das Wort wirklich trifft. Vielleicht wäre es eher Akzeptanz gewesen. Vielleicht eher ohne das an, dass ich es erkenne. Irgendwie, dass ich dich sehe. Ja, das finde ich wahrnehme. Wichtig. Ja. So eher, glaube ich, war es gemeint. Ja. Okay, damit sind wir am Ende von Phase 2 und ich möchte sehr gerne wissen, wie ihr diese Phase wahrgenommen habt. Phase 2 hatte auf jeden Fall ein anderes Gefühl, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch total schön. Ich habe das Gefühl, dass wir, genau die Vertrautheit eben, die wir haben, habe ich gespürt, dass wir uns einfach kennen und eigentlich auch gut miteinander können. Drei Phasen gibt es. Der Drei-Phasen-Reiniger. Wie hast du Phase 2 wahrgenommen? Leichter als Phase 1. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir wohlwollender waren miteinander. Dass irgendwie Bibi mehr auf mich zukommt und mehr Verständnis mir entgegenbringt. Ich glaube, für das, wofür sie sich jetzt entschuldigt hat, war die Entschuldigung auch ernst gemeint und aufrichtig. Um euch dafür zu entscheiden, in die Phase 3 einzuziehen, könnt ihr wieder grün buzzern, wenn ihr wollt. Ihr könnt rot buzzern, wenn ihr sagt, dazu bin ich nicht bereit. Ich möchte das Spiel abbrechen und ihr habt 10 Sekunden Zeit. Damit seid ihr in Phase 3 eingezogen. Das freut mich natürlich sehr. In der dritten Phase geht es um die Regeln. Jetzt wird noch emotionale Musik drunter gelegt. Jetzt sind wir endgültig im Trash-TV angekommen. Reale Welt, das wäre. Ich schnabuliere Pommes. Es war leider nötig, war nicht. Ich habe plötzlich einen Hunger verspürt. Bin gleich fertig. Die Möglichkeit. Aber es ist ja die ideale Gelegenheit, dann gleich nebenbei zu essen, damit man zumindest was Sinnvolles tut, wenn man schon sich nichts Sinnvolles anguckt. Zu schauen, wo wollt ihr mit eurer Freundschaft hingehen? Dieses Mal ohne diesen Schmerz komplett zu ignorieren. Und was braucht ihr dafür? Es geht wieder darum, Fragenkarten zu ziehen. Und wenn ihr bereit seid, tut ihr das einfach. Oh Gott, ist die schrecklich. Die ist so schrecklich. Wo siehst du uns nach ein paar Jahren? Hoffentlich in der gleichen Stadt. Hoffentlich nicht zu weit auseinander wohnt. Ich sehe es genauso. Tatsächlich auch mein erster Gedanke, als ich die Frage gelesen habe, war hoffentlich in der gleichen Stadt. Können wir in der Zukunft nochmal zusammenkommen? Nein. Also ich sehe das aktuell nicht. Natürlich kann ich das nicht hundertprozentig ausschließen. Ich weiß, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Da ich irgendwie möchte, dass es so weitergeht, wie es aktuell ist, glaube ich nicht, dass sich das verändert. Also ich hätte Angst, dass wir das Gute, was wir jetzt haben, verlieren würden und dass wir dann irgendwie... Ja, ich glaube, die Beziehung, die wir haben jetzt, ist für uns... Auf Clou wird schon dafür sorgen, dass es kaputt geht und zerstört wird, was ihr noch habt. Die bessere Form der Beziehung als boah, romantische, sexuelle Beziehung. Ich würde keine Frage halten. Baby, darf ich mal an mich herantreten? Ja. Hast du nachher schon was vor? Ich bin geil. Hat er ins Ohr geflüstert. Kannst du mir verzeihen? Ja, ich glaube, das habe ich schon. Ja? Ja, ja. Hast du nicht das Gefühl? Nein. Nein? Echt nicht? Ich glaube, dass... Also, dass du mich schon sehr schätzt, aber ich glaube ich habe manchmal schon das Gefühl, dass du mir die Sache nicht verziehen hast. Wodurch? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass manchmal so ein bisschen Distanz oder Vorsicht vielleicht ist oder auch verbliebene Angst. Ja. Ja. Ich finde, dass um den heißen Brei rumgeredet wird. Es wurde nur von einer Person gesprochen, mit der hier beide... sich gegenseitig betrogen haben.
Ich hoffe, dass es unterschiedliche Personen waren und nicht dieselbe Person. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, jetzt, was nun, das hätten Sie mal ein bisschen ausführlicher erklären müssen, was überhaupt genau vorgefallen ist. Das bleibt so im Allgemeinen, oder? Ich kapiere das alles überhaupt nicht. Ja. Das stimmt schon, aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass ich dir nicht irgendwie verziehen habe, sondern dass ich, glaube ich, manchmal irgendwie unsicher bin. Das sind gerade so, ich weiß nicht, so Momente, wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht und du dich irgendwie sehr zurückziehst oder eher zurückziehst und dann weniger antwortest, dann habe ich schnell das Gefühl, dass irgendwie, dass ich was falsch gemacht habe. Aber kann Bibi dafür was? Dass du das so schnell auf dich beziehst? Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen meiner Geschichte und auch unserer Geschichte geschuldet. Aber in den Momenten kannst du nicht wirklich was dafür. Die Sicherheit wirst du nämlich nie haben. Ja. Oder du ja auch nicht. Das ist für mich das Schlüsselloch TV. Das ist irgendwie in intime Sachen nach außen kehren. Also was hat die beiden Damen denn dazu bewogen, das mitzumachen, frage ich mich. Keiner von uns. Ja. Niemand hat hundertprozentige Sicherheit. Nee, alles, was wir machen können, ist darauf vertrauen. Er hat aber auch echt ein paar Kalenderweisheiten drauf, du. Mann. Bilde ich mir das ein und hast du kurz gezögert zu fragen, kannst du mir verzeihen? Ja, ich habe schon gezögert, weil ich eben glaube, wo das Gefühl habe, dass sie mir nicht verziehen hat und ich einfach auch Angst habe, so ein bisschen vor der Antwort. Und ich hätte eigentlich ein Nein erwartet und dann eben, dass sie mir nicht verzeihen kann. Das war schon eine Angst, die ich hatte, ja. Ich habe schon das Gefühl, dass das war was nie zwischen uns stand. Ich glaube, das ist ganz oft bei uns allen das Problem. Wir reagieren auf unsere Interpretation. Mhm. Wir gehen von etwas aus, die wird Nein sagen. Deshalb frage ich schon nicht. Und auf eine, also jetzt mal ganz fies gesagt, hast du dir eigentlich aufgrund deiner Befürchtung oder deiner Überzeugung, dass Elena Nein sagen wird, bis heute die Chance genommen zu hören, ich habe dir eigentlich verziehen? Mir war gar nicht klar, dass irgendwie du so auch siehst, dass das Mist war, dass du dir überhaupt die Frage, also dass du überhaupt denkst, dass da was zu verzeihen gibt. Ja. Also ich weiß, dass ich da absoluten Mist gebaut habe und es tut mir total leid. Und natürlich möchte ich, dass das nicht ewig zwischen uns steht. Ja, also klar, ihr Fremdgehen war ja offenbar schlimmer als ihr Fremdgehen, oder was? Hätte, das verstehe ich noch nicht ganz. Ich kapiere nach wie vor nicht, was genau passiert ist. Keine Ahnung. Glaube ich, könnten wir die Freundschaft gar nicht so haben, wie wir sie haben. Aber darf ich auch noch eine Frage stellen? Darf ich dich das zurückfragen? Verzeihst du mir? Dass du mich betrogen hast? Ja, und irgendwie, dass ich mich in unserer Beziehung auch oft nicht gut verhalten habe. Absolut. Ich habe dir das. Ja, und als erste doch betrogen, dachte ich. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich da einfach viel reflektiert habe und dein Verhalten inzwischen auch viel besser nachvollziehen kann und auch. Ja. Ich glaube, dass einfach vieles sich gegenseitig aufgeschaukelt hat. Danke. Das ist ziemlich schwer. Es ist so herzerwärmend. Ich habe das Gefühl, ich muss schon gar nichts mehr sagen. Ich mach's schnell. Ihr Lieben, ihr habt 10 Sekunden Zeit, die dritte Phase abzuschließen und damit zu entscheiden. Mit einem grünen Buzzer könnt ihr in eine Freundschaft gehen, in der ihr Kommunikation aufrechterhalten wollt, in der ihr ehrlich seid wollt zueinander. Mit einem roten Buzzer könnt ihr entscheiden, dass das hier heute das letzte Gespräch sein sollte. 10 Sekunden. Wir wissen doch vorher schon, was kommt. 3, 2, 1. Yay! Es war wirklich ganz toll, euch zuzuhören. Oh Gott, ist das blöd. Oh, also nee. Es hat nochmal, natürlich erstmal irgendwie nochmal viel hochgeholt und aufgewühlt. Ich habe aber das. Also denn lieber eine grundehrliche Assi-Talkshow gucken, als so einen Quatsch. Also wirklich. Das ist doch. Leute, was soll denn das? Das ist ja sowas von belanglos und irrelevant, was wir uns hier gerade angeguckt haben. Ich entschuldige mich für die halbe Stunde Lebenszeit, die ich euch geraubt habe.
ich habe zumindest was Sinnvolles getan währenddessen und was gegessen. So. Oh Gott, ich hoffe, ihr habt auch irgendwas gemacht. Einen Hammer in die Wand einen Nagel in die Wand gehauen mit Mama oder irgendwas. Irgendwas. Das Gefühl, dass es jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Neustart für uns sein kann. Einfach, an dem wir uns festhalten können. Ich freue mich total, dass wir es gemacht haben. Es war ein tolles Erlebnis und es hat einfach nochmal gezeigt, dass wir uns beide, dass wir sehr wichtig füreinander sind. Ich finde, wir konnten alle heute ganz gut sehen, dass es vielleicht als romantische Beziehung manchmal nicht funktioniert. Aber in der Freundschaft funktionieren wir super. Und wir sind uns wichtig, sonst wären wir nicht eine romantische Beziehung eingegangen. Und man kann auch nach einer Beziehung noch befreundet bleiben. Und vielleicht ist das etwas, wovon sich ganz, ganz viele ein Stückchen abschneiden können. Ich fand das so wholesome, Bibi und Elena zuzuhören. Jetzt würde ich von euch gerne noch in den Kommentaren lesen. Seid ihr mit Menschen, mit denen ihr in einer Beziehung wart, jetzt befreundet? Funktioniert das für euch? Und hier kommt ihr zu einer weiteren Folge, das letzte Gespräch und zu einer Folge, die Frage. Da geht es um offene Beziehungen. Ich bin nochmal gucken wir uns das nicht an. Mein Gott, Leute. Tja, ich muss mich bei Vera entwehen und Britt und Arabella entschuldigen. Das war wenigstens ehrlich assi und nicht so hier so durch die Hintertür pseudo öffentlich-rechtlich. So was Blödes.